Mein Name ist Markus Rex, ich leite hier am Alfred-Wegener-Institut die Atmosphärenforschung und auch das Mosaik-Projekt und bin Expeditionsleiter für Mosaik. Und Mosaik ist ja eine große Sache. Mosaik ist die größte Arktis-Expedition unserer Zeit, in der Tat die größte, die jemals durchgeführt worden ist. Und ich denke, es ist auch ein ganz hervorragendes Beispiel für internationale Zusammenarbeit in der Arktisforschung und wie die Nationen, wenn sie alle an einem Strang ziehen, zusammen den großen Fragen unserer Zeit nachgehen können und was wir dann erreichen können, wenn so viele verschiedene Länder zusammenkommen, um so eine Expedition vorzubereiten. Warum machen wir das Ganze? Die Arktis ist ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, das Epizentrum des Klimawandels. Nirgendwo anders wird es so schnell und so dramatisch wärmer wie in der Arktis. Wir haben bereits jetzt im jährlichen Mittelwert die 2 Grad Erwärmung, die wir so als das äußerste Limit, was unser Planet als Ganzes ertragen kann. In der Arktis haben wir die schon jetzt überschritten und die Erwärmung ist nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt, im Winter ist sie noch deutlich ausgeprägter. Und deswegen interessiert uns natürlich die Arktis in der Klimaforschung ganz besonders. Wenn wir uns mal die Temperaturentwicklung an unserer Arktisstation, AVIPEF, auf Spitzbergen, etwa 80 Grad Nord, anschauen über die letzten gut 20 Jahre, die hier dargestellt sind, sehen wir einen relativ gleichmäßigen Aufwärtstrend. Wir sehen, dass wir im jährlichen Mittel an dieser Stelle in der Arktis eine Temperaturerhöhung von 1,5 Grad pro Dekade gesehen haben. An dieser Stelle in der Arktis ist es also schon im Jahresmittel über diesen Zeitraum mehr als 3 Grad wärmer geworden. Der Trend ist relativ gleichmäßig und wenn wir den einfach nur noch ein paar Jahre in die Zukunft extrapolieren, dann sind wir bei Jahresmitteltemperaturen, die plötzlich positiv werden, die nicht mehr unterm Gefrierpunkt liegen. Während wir früher, als wir in den 90er Jahren angefangen haben, da zu messen, Jahresmitteltemperaturen deutlich unter minus 4 Grad hatten. Das sind also schon gewaltige Veränderungen, die wir da sehen. Und das Schlimme ist, im Winter ist diese Änderung sogar noch viel ausgeprägter. Das sind die Temperaturtrends aus dem arktischen Winter. Es geht da kräftig auf und ab, da ist also schon auch eine ganze Menge Variabilität von Jahr zu Jahr drin. Aber wenn wir den Trend dadurch berechnen, kommen wir hier im Winter auf den sagenhaften Trend tatsächlich von 3 Grad Celsius pro Jahrzehnt, also eine Erwärmung von mehr als 6 Grad seit Anfang der 90er Jahre im Winter in der Arktis. Das macht uns natürlich große Sorgen. Warum ist das so? Wir liegen mit unserer Station, die hier auf Spitzbergen genau an dieser Stelle liegt, in dem Bereich der Arktis, der sich am stärksten erwärmt. Die Erwärmung ist nicht ganz gleichmäßig verteilt in der Arktis, sondern gerade hier im atlantischen Sektor, nördlich des Atlantiks, da wo der Atlantik in den Polarozean übergeht, da sind die Erwärmungsraten hier dargestellt in die gemittelten Erwärmungen über die letzten Jahrzehnte ganz besonders ausgeprägt und ziemlich genau im Herzen dessen liegen wir mit der Station. Wir haben einfach Glück gehabt, dass da vor einigen Jahrzehnten jemand entschieden hat, diese Station an die richtige Stelle zu bauen. Das wusste natürlich zu dem Zeitpunkt noch niemand. Die Änderungen sind, kann man sich so schon klar machen, anhand der Zahl 6 Grad Erwärmung seit Mitte der 90er Jahre, ist klar, dass das dramatisch ist. Aber man sieht es, man braucht gar kein Messgerät, um den Klimawandel in der Arktis wahrzunehmen. Hier in unseren Breiten findet der Klimawandel ja für die meisten Leute doch eher in den Medien, in den Zeitungen statt. Man liest darüber, man merkt inzwischen auch vielleicht, dass Sommer ungewöhnlich heiß sind. Andererseits kann man dann auch sagen, das gab auch vor vielen Jahrzehnten mal einzelne heiße Sommer. Hier muss man Statistik betreiben, man muss hochkalibrierte Messinstrumente haben, um den Klimawandel nachweisen zu können. In der Arktis brauchen Sie all das nicht. Als ich angefangen habe, in die Arktis zu reisen, Anfang der 90er Jahre, immer im Winter, das ist so aus dem März-April-Zeitraum, diese beiden Bilder, war die Arktis tief durchgefroren. Wie man sich die Arktis im Winter vorstellt, nur weiß glitzernde Schneekristalle und blaue tiefgefrorene Eisblöcke. Wir sind hier über den Fjord, der hier drunter liegt unter dieser Eisschicht, der war nie wahrnehmbar in der Umgebung, man ist da einfach mit Skiern oder mit Skitos drüber gefahren. Das war also ein Landschaftselement, was eigentlich nicht vorkam. Wenn ich jetzt in die Arktis komme, in der gleichen Jahreszeit, plätschert mir das flüssige Wasser vor den Füßen rum. Der Fjord ist seit einem Jahrzehnt gar nicht mehr zugefroren. Und das tägliche Leben hat sich geändert. Wir fahren jetzt mit Booten darum, wo wir früher mit Skiern oder Skidos langgefahren sind. Das heißt, die Leute, die in der Arktis wohnen oder die da regelmäßig hinfahren, für die ist der Klimawandel schon heute Teil des täglichen Erlebens. Und da wird auch keiner auf die Idee kommen, die Frage zu stellen, ob es die Klimaerwärmung überhaupt gibt. Das ist eine absurde Frage für jeden, der in der Arktis tätig ist. So sieht das da heutzutage aus. Offenes Wasser, Boote und die Eisberge gibt es immer noch, aber die Vögel kehren auch schon früher wieder zurück in die Arktis. Die andere sehr wahrnehmbare Veränderung in der arktischen Landschaft ist der Rückzug der Gletscher. Das hier ist ein Bild, was ich im Anflug auf die Station Mitte der 90er Jahre aus der Luft gemacht habe.
vom Kronebreen, das ist einer der beiden Gletscher, der den Kongsfjord, den Fjord, an dem unsere Station liegt, speist. Wir haben hier vor dem Gletscher das massive Meereis, was wir eben in den 90er Jahren da immer liegen hatten. Und merken Sie sich mal kurz hier diesen kleinen Felsbrocken und diesen Gebirgszug. Die Gletscherkante lag zu diesem Zeitpunkt hier an diesem Felsbrocken. Das ist ein Bild aus einer ähnlichen Perspektive aus dem Jahr 2008 im Anflug auf die Station. Da ist der Felsbrock, hier war die Gletscherkante vorher. Wir haben vor dem Gletscher jetzt nur noch dieses schwarze, sehr dünne Eis. Auf dem könnte man schon nicht mehr rumlaufen, da würden Sie gleich durchbrechen. Und die Gletscherkante hat sich zurückgezogen. Die liegt jetzt schon nicht mehr bei dem Felsbrocken, sondern hier hinten. Und das ist ein Bild, was ich im Anflug auf die Station im letzten Jahr gemacht habe. Sie sehen, wie sich dieser Wandel sogar noch beschleunigt und dramatisch immer schneller wird. Wir haben jetzt hier offenes Wasser, da ist von Eis nichts mehr wahrnehmbar. Da, wo wir früher an die Gletscherkante gefahren sind und die einige 10 Meter hohe Gletscherkante bestaunt haben, ist jetzt offenes Wasser und wir fahren noch sehr lange Zeiten, 2 Kilometer weiter mit dem Boot, um die Gletscherkante da hinten zu sehen. Die Änderungen sind tatsächlich dramatisch in der arktischen Umwelt. Das hat natürlich noch viele andere Auswirkungen. Permafrost taut, die Infrastrukturen, die auf dem Permafrost errichtet sind, werden instabil, Küstenerosion nimmt zu, da rutschen ganze Häuser oder Siedlungen in den Ozean ab. Und das grönländische Eisschild hat eine negative Massenbilanz, da geht Eis verloren. Wir wissen nicht genau, wie stabil das grönländische Eisschild ist und ab welcher Temperaturerhöhung in der Arktis das instabil werden könnte und dann eventuell über lange Zeiten ganz verloren gehen könnte. Der andere sehr wahrnehmbare Punkt ist, dass sich das arktische Meereis zurückzieht. Nicht nur in diesem kleinen Fjord, im Kongsfjord, wo jetzt kein Meereis mehr drauf ist im Winter, sondern plötzlich offenes Wasser ist. Auch arktisweit geht das Meereis gewaltig zurück. Wir haben hier die Ausdehnung des Meereises seit den 50er, 60er Jahren mit etwas unsicheren Daten im Anfang. Aber trotzdem, in dem Bereich hat es damals gelegen. Da haben wir eine Meereisausdehnung in der Arktis von über 8 Millionen Quadratkilometer gehabt. Und zwar jeweils im Minimum der Meereisausdehnung, im sommerlichen Minimum, wenn es im Jahresgang gerade seine kleinste Ausdehnung erreicht hat, also die Sommerausdehnung hier. Das ist relativ kontinuierlich mit ein bisschen Up and Downs zurückgegangen und heutzutage haben wir nur noch um die 4 Millionen Quadratkilometer der Arktis von Meereis bedeckt im September. Ist also in der Ausdehnung des Meereises bereits oft um die Hälfte reduziert worden. Und man kann sich das auf Karten angucken, was das bedeutet. Das ist gar nicht mal eine Karte von den ganz frühen Jahren, sondern von 1984 hier. Das Meereis lag überall an den Küsten an. Das ist eine Karte aus dem Jahr, in dem es bisher am wenigsten, in dem es sich am weitesten zurückgezogen hatte im Sommer, mit riesigen offenen Wasserflächen zwischen dem Pazifik hier oben und dem Atlantik, wo man ganz normal mit Schiffen durchfahren kann in solchen Jahren. Wenn man das hier einfach mal so weiter extrapoliert, diesen Trend, und ich warne als Klimaforscher eigentlich immer davor, vergangene Trends einfach in die Zukunft zu extrapolieren, das ist kein wissenschaftlicher Ansatz. Wir wissen nicht wirklich, wie es mit der Arktis weitergeht. Dazu brauchen wir Klimamodelle und darüber sage ich gleich noch ein paar Worte. Aber wenn man mal ganz naiv rangeht und diesen Trend einfach so in die Zukunft extrapoliert, sind wir ziemlich bald bei Null. Das bedeutet, in wenigen Jahrzehnten, wenn das so weitergeht, ist die Arktis im Sommer tatsächlich eisfrei. Wir sind eventuell die letzte Generation, die noch eine ganzjährig von Eis bedeckte Arktis überhaupt erlebt. Zukünftige Generationen würden dann auf eine ganz andere Welt blicken. Da können sie in Hamburg mit einem ganz normalen privaten Segeljolle lossegeln, zum Nordpol segeln, eine Flasche Sekt aufmachen, einmal anstoßen und wieder zurücksegeln. In den Bereichen, wo über viele Generationen die Polarforscher im Eis eingeschlossen worden sind, kaputtgedrückt worden sind, ihre Schiffe und umgekommen sind, würde dann plötzlich ein offener Ozean klaffen. Da steht also wirklich eine andere Welt vor der Tür. Nicht nur die Ausdehnung des Eises hat sich verändert, sondern auch die Natur des Meereises hat sich dramatisch gewandelt. Das sind jetzt Karten aus dem Winter, aus den Märzmonaten, wenn die Ausdehnung im Jahresgang gerade am größten ist. Und was hier in Farben dargestellt ist, ist das Alter des Meereises. Früher war die Arktis hier mit diesen gelb-orangenen Farben bedeckt, hauptsächlich. Also altes, mehrjähriges Meereis, 3, 4, 5 Jahre und älter. Und heutzutage, ein Bild aus dem Jahr 2015, ist die Arktis fast ausschließlich bedeckt von grünen und blauen Farben, also junges, ein- oder maximal zweijähriges Meereis. Das ist natürlich viel dünner, es hat auch andere physikalische Eigenschaften und es tendiert dazu, mehr Risse zu bilden. Wenn da ein Sturm drüber geht, kann junges Meereis viel leichter diese Rinnen offenen Wassers im Eis bilden, es reißt dann leichter auf. Wir bekommen mehr solcher Eisrisse und das hat für das Klimasystem eine ganz erhebliche Bedeutung, denn die Arktis ist ja von unten geheizt, die hat eine Fußbodenheizung. Wir haben unten den warmen Ozean mit nicht kälter als minus 1,5, minus 1,8 Grad Celsius, je nachdem wo wir sind. Darüber diese dünne Eisschicht, eine Eierschale von Eisschicht, 2-3
3 Meter dick oder auch dünner heutzutage auf diesem warmen Ozean. Und darüber die im Winter minus 30, manchmal minus 40 Grad kalte Atmosphäre. Das ist von unten geheizt. Wenn diese Isolierschicht, Eis und Schnee, aufreißt, dann kommt plötzlich die kalte Atmosphäre mit dem warmen Ozean in direkten Kontakt und gewaltige Wärmemengen schießen aus dem Ozean in Konvektionszellen, wo die Luft aufgeheizt wird und nach oben schießt, bis tief in die Atmosphäre ein und auch gewaltige Feuchtigkeitsmengen. Und das passiert in dünnem, jungen Meereis sehr viel häufiger als in diesem alten Meereis, wie es früher in der Arktis war. Und das trägt natürlich zu einer weiteren Verstärkung der Erwärmung der Arktis mit bei. Wir können das auch, das eben waren abgeleitet aus Satellitenmessungen, Daten über das Meereisalter. Wir können auch die Meereisdicke angucken, hier in verschiedenen Regionen, in der Chukchi Sea, Beaufort Sea, North Pole Bereich, Nansen Basin oder Eastern Arctic. Alte Daten in dunkelblau dargestellt, das sind Daten, die von U-Booten, damals militärischen U-Booten, gemessen worden sind. Die stehen jetzt der Forschung zur Verfügung. Und dann die neueren Daten in rot und hellblau dargestellt. Und was man im Wesentlichen sieht, ist, dass im Großen und Ganzen die Eisdicke auf die Hälfte zurückgegangen ist in all diesen Regionen. Das ist ein Verlust der Eisdicke von etwa 1,6 Meter oder etwa auf die Hälfte. Und wenn man die Reduktion in der Ausdehnung kombiniert mit der Reduktion in der Dicke, dann sieht man, dass ja schon 3/4 des Eises weg ist. Die Ausdehnung ist nur noch halb so groß, die Dicke ist auch nur noch halb so groß. 3/4 des Eises ist heute schon weg. Und deswegen sieht man auch, dass solche Überlegungen, dass die Arktis im Sommer in der Zukunft eisfrei werden könnte, absolut nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Und das hat eben zur Folge, dass wir eine deutliche Zunahme dieser Lead Fraction, dieser Anteile offener Wasserrinnen im Eis bekommen. Leider ist die Arktis nicht nur der Bereich der Erde, der sich am stärksten erwärmt, es ist auch der Bereich der Erde, in dem wir das Klimasystem am schlechtesten verstehen. Wenn wir einfach mal auf die Vorhersagen von unseren Klimamodellen gucken, wie es mit der Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts weitergeht, hier dargestellt bis zum Jahre 2100, die Erwärmung, die erwartete Erwärmung vom Südpol über den Äquatorbereich, die Tropen bis zum Nordpol, für ein relativ pessimistisches Treibhausgasszenario. Wenn die Menschheit es nicht schafft, ganz massiv auf die Bremse zu treten mit der Treibhausgasemission. Für dieses Szenario sagen die Modelle in der Arktis, einige Modelle eine Erwärmung von 5 Grad Celsius voraus und einige andere Modelle sagen für die Arktis in diesem Szenario eine Erwärmung von sage und schreibe 15 Grad Celsius voraus. Unvorstellbar, 15 Grad Erwärmung im Jahresmittel für eine bestimmte Region der Erde. Das liegt eben daran, dass das ein Szenario ist, wo wir eher pessimistisch sind. Aber die Zahlen sind nicht nur enorm groß, sie haben vor allen Dingen eine enorme Spannbreite. Die haben Faktor 3 in der Unsicherheit einfach zwischen den verschiedenen Modellvorhersagen, wie es mit der arktischen Temperaturentwicklung weitergehen wird. Die wahre Unsicherheit ist sogar noch größer, weil einige der Unsicherheiten in unserem Verständnis von all den Modellen geteilt wird. Und diese Unsicherheit in der Arktis ist viel, viel größer als im Rest der Welt, wo wir auch eine Spannbreite der Modellvorhersagen haben, die aber viel, viel kompakter ist und wo wir schon irgendeine Sorte einigermaßen verlässlicher Vorhersage machen können. Ich würde sagen, für die Arktis kann man nicht von einer robusten Klimaprojektion reden, solange man einen Unsicherheitsfaktor von 3 in diesen Erwärmungsraten bis zum Ende des Jahrhunderts hat. Der Grund dafür ist natürlich, dass ganz viele der Prozesse, der ganz wesentlichen Klimaprozesse im arktischen Klimasystem in den Modellen überhaupt nicht gut wiedergegeben sind. Einer dieser ganz vielen Prozesse ist eben der Wärmefluss durch solche Spalten im Meereis, in den Modellen überhaupt nicht gut wiedergegeben. Es gibt noch ganz viele andere arktische Wolken, Aerosole, ganz viele Prozesse, die spezifisch sind für das arktische Klimasystem, sind in den Klimamodellen eigentlich kaum realistisch dargestellt. Und der Grund dafür ist natürlich, dass wir bisher in der Zentralarktis im gesamten Winterhalbjahr noch gar nicht in der Lage waren, diese Klimaprozesse zu beobachten. Im Winterhalbjahr ist auch heutzutage das Eis noch so dick, dass wir mit unseren besten Forschungseisbrechern, sogar mit dem tollen Schiff der Polarstern, da nicht durchbrechen können. Und wir sind immer ausgeschlossen. Im Sommer kommen Forschungsschiffe, in einigen wenigen Expeditionen sind sie mal auch bis zum Nordpol und in die Zentralarktis vorgestoßen. Im Winterhalbjahr haben wir gar keine Beobachtungen von den Klimaprozessen dort. Und das bedeutet dann natürlich, dass jedes Modell in der Abwesenheit von irgendeinem Verständnis oder von Beobachtungen aus der Region irgendeine Ad-hoc-Annahme machen muss oder man kann es auch ausdrücken, raten muss, wie das da oben abläuft. Jedes Modell rät das ein bisschen anders und dann kommen wir zu dieser gewaltigen Bandbreite an vorhergesagten Erwärmungen. Und das geht nicht besser, solange man da nicht gewesen ist und sich die Sachen vor Ort mal angeguckt hat tatsächlich. Ich will mal nur einen Prozess in diesen Modellen rausgreifen, um das noch etwas
deutlicher zu zeigen. Wir als Klimaforschungsgemeinschaft sprechen über unsere Unsicherheiten in den Modellen manchmal gar nicht so gerne. Wir wollen ja nicht unsere eigenen Forschungsergebnisse unterminieren, aber es hilft ja nichts. Man muss ja mal reingucken und man muss ja auch mal deutlich machen, wie die Dinge im Modell tatsächlich im Moment aussehen. Das ist das Meereis in 9 verschiedenen dieser global betriebenen IPCC-Klimamodellen. Auf diesen Modellen beruhen unsere Vorhersagen. Was wir hier sehen, ist die Dicke des Meereises. Einige Modelle bedecken die gesamte Arktis mit 50 cm dicken Meereis. Andere Modelle haben hier 5 bis 6, teilweise 7 Meter dickes Meereis. Das Meereis ist in diesem speziellen Modell auf der falschen Seite der Arktis zu dick. Nämlich hier wissen wir, ist es in Natur tatsächlich dünn und auf der Seite sollte es dick sein. Auch dieses Modell hat das dicke Meereis auf die falsche Seite der Arktis gepackt und eine Spannbreite von 50 cm überall bis 5 bis 6, teilweise 7 Meter in verschiedenen Teilen der Arktis. Ist ja klar, dass diese Modelle keine einheitliche, robuste Klimavorhersage machen können. Und natürlich ist das Meereis, was hier in den Modellen produziert wird, das Ergebnis von den Prozessen, die in dem Modell repräsentiert sind, die Eis bilden, die Eis tauen lassen und die Eis mit der Strömung, mit der Drift umverteilen. Und all das ist eben so unterschiedlich in den Modellen dargestellt, dass da so unterschiedliche Meereisbedeckungen bei rauskommen. Nun könnte man sagen, das ist ja schade, dass wir das arktische Klimasystem nicht richtig verstehen, aber so viele Menschen wohnen da oben auch nicht und der Eisbär ist zwar ein ganz süßes Tierchen und es wäre schade, wenn wir dem Eisbären Probleme bereiten, aber ansonsten wäre das ein lokales Problem. Das ist aber nicht der Fall. Das, was in der Arktis an Erwärmung passiert, das bleibt nicht in der Arktis. Die Arktis ist die große Wetterküche für unsere Wettersysteme hier in den Breiten, wo wir leben, in Nordamerika, in Zentraleuropa und in Asien. Und der Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis hier oben und den wärmeren mittleren Breiten, dieser Temperaturkontrast, der treibt das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre an. Dieses Westwindband, was um die Arktis herum weht und die kalten arktischen Luftmassen einschließt und isoliert von den wärmeren Luftmassen, die wir hier bei uns haben. Das kennen wir hier am Erdboden. Meistens weht der Wind von Westen, nicht immer, aber meistens weht er vom Westen. Das ist sozusagen das untere Ende dieses Westwindbandes. Hier in 10 Kilometer Höhe, wie es hier dargestellt ist, ist es richtig ein ausgeprägter Jetstream, der um die Arktis herum weht. Ein Westwindjet. Dieser Temperaturkontrast, wenn die Arktis sich jetzt schneller erwärmt als der Rest der Welt, dann nimmt natürlich dieser Temperaturkontrast ab. Damit wird der Motor für dieses Westwindsystem schwächer, er fängt an zu stottern und damit wird auch dieser Westwind-Jetstream instabiler und tendiert mehr dazu, solche Wellen zu bilden. Weniger stabil um die Arktis herumzuwehen, sondern in einer stärker wellenförmigen Bewegung um die Arktis herumzuwehen. Und das hat natürlich ein paar Konsequenzen für unser Wetter. Ein paar davon haben wir in den letzten 2 Wochen ziemlich ausgeprägt erlebt. Es kam zu Warmluftvorstößen aus den heißen Subtropen in unsere Breiten kommen, sodass wir es dann mit sehr teilweise langanhaltenden Phasen großer Hitze im Sommer zu tun haben. Und paradoxerweise kann es aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Natürlich, in so einer Welle haben wir entweder die Bewegung von Süden nach Norden oder eben von Norden nach Süden. Es kann vermehrt und intensiver zu diesen intensiven Kaltluftausbrüchen, arktischer Kaltluft, bis in unsere Breiten kommen. Und das ist Anfang dieses Jahres in den USA ganz ausgeprägt passiert. Die USA sind schockgefrostet worden. In Chicago hatten wir Temperaturen unter minus 30 Grad und die Blizzards, die Schneestürme, reichten runter bis Florida. Das war gerade so eine Wetterlage. Und auch die Wetterlage, die jetzt unser heißes Wetter in den letzten Tagen produziert hat, war ganz genau so eine Wetterlage. Da lag die Lage dieser Welle eben gerade so, dass wir die heiße Luft zu uns bekommen haben. Das ist ein bisschen paradox. Die Klimaerwärmung kommt nicht in jedem einzelnen Tag als eine Erwärmung daher. Sie kann eben in einzelnen Tagen auf der Nordhemisphäre auch erstmal als eine sehr kalte Phase daherkommen. Und das ist dann immer irritierend, wenn man Meldungen liest auf Twitter, durchaus auch von Präsidenten größerer Staaten. Was heißt hier Klimaerwärmung? Es ist saukalt vor meiner Haustür. Das ist Teil des Gesamtbildes. Man muss eben schon so weit da einmal reingucken, um das verstanden zu haben, dass die Erwärmung zwar fast überall als Erwärmung daherkommt, aber dieser Klimawandel auch in einzelnen Bereichen in kurzen Phasen mal als eine besondere Abkühlung sich darstellen kann. Der andere Grund ist, die Arktis ist eine sich wirtschaftlich dynamisch entwickelnde Region. Sie wird im Moment schon wärmer, es ist eine große weitere Erwärmung, wird erwartet. Damit werden die Wirtschaftsteilnehmer
scharf darauf, die Arktis wirtschaftlich zu entwickeln und insbesondere so im Bereich der Schifffahrt, Transport zwischen Asien und Europa, auf der Polarroute, der Rohstoffförderung. Da werden jetzt, wenn sich das Eis zurückzieht, große Rohstoffressourcenfelder der Förderung zugänglich. Und auch die Fischereiindustrie steht hier in den Startlöchern und zum Teil ist da eben schon einiges in Entwicklung. Und wenn man einfach mal das GDP, das Wirtschaftswachstum der Arktis skaliert auf das Jahr 2002, vergleicht mit dem Wachstum im Rest der Welt. Hier sehen Sie den kleinen Dip der Finanzkrise, die insgesamt global zu einem abnehmenden Wachstum geführt hat, zu einer Rezession. Ansonsten wächst die Wirtschaft überall, aber in der Arktis eben sehr viel dynamischer, sehr viel schneller als im Mittel der Welt und sehr viel schneller als in den entwickelten Märkten. Es ist eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen dieser Welt und wir brauchen verlässliche, robuste Grundlagen, um diese schnelle Entwicklung in der Arktis nachhaltig zu gestalten, um das politische Rahmenwerk zu schaffen, damit diese Entwicklung nachhaltig geschieht und nicht in einer Bonanza einfach völlig ungeordnet dort passiert, ohne auf die Umweltfolgen zu achten. Es sind hier in der Zeit schon laufenden Infrastrukturentwicklungsprojekten, um die Infrastruktur der Arktis fit zu machen für diese Wirtschaftstätigkeit, werden gerade schon 100 Milliarden US-Dollar investiert. Und wenn wir diesen Guggenheimen Partners trauen, die haben Schätzungen, dass 1000 Milliarden US-Dollar in den nächsten wenigen Jahrzehnten in die Arktis investiert werden. Und das auf Grundlage von extrem ungenauen Klimaprojektionen. Wir wissen gar nicht, wie es wirklich weitergeht mit dem arktischen Klima. Ich denke, hier hat auch jede Forschung, die diese Grundlagen robuster gestaltet, direkt einen ökonomischen Return, wenn man sieht, was wir für eine gewaltigen Investitionsmittel umgesetzt werden. Ja, ich hoffe, ich habe gut begründet, dass das so nicht weitergehen kann. Wir müssen das arktische Klimasystem besser verstehen. Wir brauchen robuste Grundlagen für politische Entscheidungen. Wir müssen einfach verstehen, was da passiert. Und deswegen haben wir uns Mosaik vorgenommen. Mit Mosaik werden wir das erste Mal ganzjährig einen modernen Forschungseisbrecher in die direkte Nordpolumgebung bringen. Das erste Mal tatsächlich auch im Winterhalbjahr, wenn da oben Polarnacht herrscht für ein halbes Jahr. Wir haben insgesamt 5 Eisbrecher, mehrere Forschungsflugzeuge und logistische Unterstützungsflugzeuge. Insgesamt sind mehr als 60 Institutionen aus 17 Nationen an dem Projekt beteiligt. Das ist also wirklich eine riesige internationale Zusammenarbeit. Und über die verschiedenen Phasen dieser Expedition verteilt, werden wir mehr als 600 Leute in der zentralen Arktis haben während dieser Expedition. Bei einem Budget von über 140 Millionen Euro im Moment. Ja, wie kommen wir da jetzt rein? Ich hatte schon mehrfach gesagt, im Winter ist die Arktis eigentlich unzugänglich. Wir sind da ausgesperrt, das Eis ist zu dick, wir kommen mit unseren Schiffen nicht durch. Da hat uns aber der Fridtjof Nansen vor 125 Jahren in einer gewaltigen Pionierleistung der Polarforschung gezeigt, wie es geht. Er hat Trümmer von Expeditionsschiffen, die in diesem Bereich der Arktis gescheitert sind und vom Eis eingeschlossen und zerdrückt worden sind, große Katastrophen. Trümmer dieser Schiffe hat er vor der Küste Grönlands und einige auch vor der Küste Spitzbergens gefunden. Er hat solche Berichte von anderen Schiffen bekommen, hat ihnen geglaubt und hat daraus geschlossen, dass es hier so eine Drift über die Arktis geben muss, heutzutage die Transpolardrift genannt. Und hat das als Konzept für eine Expedition genommen. Man muss sich also nur auf der Seite der Arktis im Sommer irgendwann mal einfrieren lassen und irgendwann später, er wusste auch nicht, wie lange das dauern würde, würde man dann auf der Seite da wieder rauskommen. Das hat er tatsächlich in einer Wahnsinnstat, so könnte man es bezeichnen, oder mit einem seiner enormen Erfahrung in der Durchführung solcher Expeditionen hat er sich getraut, das zu tun. Er hat ein neues Schiff konstruiert, hier die Fram, die einen Rumpf hat, welcher so geformt ist, dass er sich bei Eisdruck nach oben raushebt aus dem Eis, anstatt einfach wie alle Vorgänger-Expeditionsschiffe zerquetscht zu werden und dann als Trümmer bei Grönland anzukommen. Und das hat geklappt. Er ist nicht als Trümmerhaufen in Grönland angekommen, sondern seine Crew ist 3 Jahre später tatsächlich hier in diesem Gewässer zwischen Grönland und Spitzbergen, was wir heute die Framstraße nennen, nach dem Expeditionsschiff, heile wieder aus dem Eis ausgespuckt worden, ist zurückgefahren nach Norwegen. Er hatte unterwegs sogar in einem Versuch, den Nordpol zu erreichen, das Schiff auf Skiern verlassen. Ist ein Stückchen Richtung Nordpol gelaufen mit einem seiner Kollegen, hat dann festgestellt, dass er das nicht erreichen kann oder jedenfalls nicht mehr heile zurückkommen würde, hat sich zurück durchgeschlagen nach Franz Josefs Land, hat da überwintert, hat eine englische Expedition getroffen und ist fast gleichzeitig mit der Fram auch in Norwegen eingetroffen. Ist also alles gut gegangen, alle Leute haben überlebt und sind heile zurückgekommen. Und daher kennen wir das Konzept für die Expedition, wie wir sie jetzt vorhaben, die Mosaik-Expedition. Dieses grundsätzliche Konzept machen wir jetzt zum ersten Mal nach,
mit einem modernen Forschungseisbrecher. Und dazu fahren wir los mit der Polarstern hier am 20. September, 8 Uhr abends in Tromsø, fahren erstmal durch heutzutage offenes Wasser entlang der sibirischen Küste, irgendwo bis in den Bereich dieser Inselgruppe, der Severnaya Semelya hier, und auf 120, 130 Grad Ost werden wir dann Kurs auf Nord nehmen und uns mit Polarstern ins Eis vorarbeiten. Polarstern ist ja ein Eisbrecher, im Sommer können wir durch das Eis brechen, anders als Fridtjof Nansen mit seiner Fram damals, und uns hier so bis zu einer Breite von etwa 85 Grad Nord, 120, 130 Grad Ost vorarbeiten. Da stellen wir die Maschinen nicht ab, denn wir brauchen weiter Wärme und Strom, aber wir versetzen sie in Leerlauf und lassen uns einfach fest ins Eis einfrieren. Das wird dann jetzt schon so 10. Oktober sein, zu dem Zeitpunkt, wenn wir eine schöne Eisumgebung gefunden haben. Und in einem Wettlauf mit der einsetzenden Polarnacht, denn ab 20. Oktober ist tagsüber nur noch ein bisschen Dämmerung, ab 25. Oktober ist es zappenduster auf diesen Breiten. Wir haben dann also in diesem Wettlauf noch 10, 14 Tage Zeit, gewaltige Infrastruktur aufs Eis zu stellen. Wir werden Forschungscamps mit unseren Hubschraubern und mit einem Partner-Eisbrecher, der mit ins Eis reinfährt im Anfang, bis zu 50 Kilometer Entfernung um das Schiff herum aufbauen, mehrere Dutzend solcher Stationen, sodass wir ein ganzes Netzwerk von Eismessstationen um Polarstern herum haben, mit Polarstern in der Mitte von diesem Netzwerk. Und wir werden ein gewaltiges Forschungscamp neben dem Schiff in der 500, 600 Meter Umgebung um das Schiff auf das Eis stellen. Ziemlich große Infrastrukturen, Ocean City, Med City, das sind alles für die verschiedenen Disziplinen, die an Bord sind, die Teile, wo sich ihre Infrastruktur konzentriert. Und da wird eine Menge entstehen neben dem Schiff auf dem Eis. Das gesamte Setup, Polarstern mit den umliegenden Stationen, wird jetzt im kompletten Jahresgang einmal durch die Arktis driften. Entlang dieses Pfades hier, während die Eisausdehnung im Winter zunimmt, wir sind jetzt tief drin in dem winterlich ausgedehnten Meereis, jetzt im Sommer zieht es sich wieder zurück und ein Jahr später werden wir etwa in der Framstraße oder nördlich der Framstraße ankommen, die Maschinen wieder anschmeißen und aus dem Eis rausbrechen. Wir müssen ja nicht ganz so lange warten, bis wir ein paar Monate später, würde das eh passieren, würden wir hier an der Eiskante ausgespuckt werden. Aber wir haben einen Eisbrecher und können dann einfach ein Jahr später wieder aufbrechen. Im Anfang und am Ende, wenn das Eis noch so dünn ist, dass wir es mit Eisbrechern durchbrechen können, werden wir unterstützt durch unsere Partner-Eisbrecher, unserer Partnernationen. Dann kommt im Anfang, fahren wir erstmal rein mit der Akademik Fjodorov in das Eis. Wir fahren also mit zwei Schiffen ins Eis rein, das macht sich besser beim Eisbrechen. Ein Schiff kann die Rinne frei halten, das andere kann vorausfahren. Dadurch kann man besser und effizienter durchs Eis brechen. Dann zwei Monate später kommt ein weiteres russisches Schiff, die Admiral Makarov, um uns nochmal Treibstoff zu liefern. Zwei Monate später nochmal. Und dann im Mitte Juni, wenn das Eis wieder dünn genug geworden ist, kommt die schwedische Oden, um uns die bis dahin leeren Treibstofftanks wieder aufzufüllen. Bis dahin sind wir ziemlich trocken und brauchen dringend Nachschub. Wird uns von der Oden geliefert und dann zwei Monate später noch die chinesische Xulong 2. In der Mitte des Winters, knappes halbes Jahr, wenn wir nicht erreicht werden können von Partner-Eisbrechern, bauen wir eine Landebahn auf das Meereis für unsere Forschungsflugzeuge Polar 5 und Polar 6 und auch logistische Supportflugzeuge. Das sind Antonov 74 Flieger, die extra dafür designt sind, gut auf Meereis landen zu können, und tauschen mit denen dann nochmal Personal aus oder bringen vielleicht auch eine Kiste frischer Tomaten mit. Sehr viel frisches Zeugs kann man da aber natürlich in Flugzeugen nicht transportieren. Wir haben zusätzlich, wir haben jetzt schon in wenigen Wochen beginnen, Treibstoffdepots auszubringen. Das macht ein russischer Eisbrecher für uns hier auf dieser Inselgruppe Severnaya Semelya an drei verschiedenen Stellen. Einmal dem nördlichsten Punkt dieser Inselgruppe, dann Kap Paranova und einmal noch an der Westküste der Inseln, dass wir dort Treibstoff für Notfälle stehen haben und mit russischen Langstreckenhelikoptern von Sibirien kommend zum ersten Treibstoffdepot, von da zum zweiten fliegen können und dann von diesem Punkt aus etwa diesen Bereich der Arktis abdecken können und im Fall eines medizinischen Notfalls Polarstern erreichen könnten, um da jemanden ausfliegen zu können. Ob wir in dem Bereich sein werden, der durch die Langstreckenhelikopter erreicht werden kann, das wissen wir nicht. Wir driften da lang, wo das Eis uns hinträgt. Wenn wir außerhalb dieses Bereiches sind und wirklich einen schwerwiegenden Notfall haben, dann gibt es auch noch Operationen, dass man von hier aus nochmal ein weiteres Treibstoffdepot aufs Eis stellt irgendwo und von da aus dann bis zur Polarstern sich voranarbeitet. Das sind aber Operationen, die brauchen perfektes Wetter und viele Wochen. Also wir sind schon in der Zwischenzeit hin und wieder mal ziemlich isoliert vom Rest der Welt. Am Ende
der Expedition sind wir dann in der Reichweite der Super Pumas, auch Langstreckenhelikopters, die hier in Longyearbyen stationiert sind und mit Treibstoffdepots über die Spitzbergen-Nordküste bis etwa hierhin in die Arktis vorstoßen können. Das Ganze ist organisiert in diesen 6 Fahrtabschnitten, die ich eben schon kurz angerissen habe. Im Anfang einmal 3 Monate, hier oben laufen so die Monate als helle, hellgraue und dunkelgraue Kästen vom 20. September bis zum 14. Oktober durch. Wir haben immer einen Austausch von Personen an Bord in diesen orangen und grünen Fahrtabschnitten, entweder durch unsere Partner-Eisbrecher oder dann in der Mitte des Winters mit diesen Antonov 74 Flugzeugen auf unserer Eislandebahn, die wir etwa in diesem Zeitraum betreiben werden. Und hier oben sehen wir noch das Wechselspiel des Lichtes. Im Anfang haben wir die große Ausnahme, da geht die Sonne auf und unter. Das tut sie insgesamt während der Expedition nur während sehr kurzer Zeiten. Danach geht es dann über in die Dämmerung, wenn sie die ganze Zeit unter dem Horizont ist. Und ab so etwa 22., 25. Oktober ist sie dann unterhalb von 6 Grad unterm Horizont und dann ist es wirklich zappenduster. Die Polarnacht bricht jetzt ein. Danach, März, April, haben wir eine kurze Phase mit Tag-Nacht-Wechsel und dann der Polartag für den Rest der Expedition. Mosaik hat natürlich den wissenschaftlichen Fokus, zu dem komme ich gleich, aber vorher möchte ich noch ein paar zusätzliche Komponenten erwähnen. Wir haben eine Summer School für Studenten an Bord. Wir wollen ja auch unsere nachfolgende Generation in die Lage versetzen, wieder solche Expeditionen zu planen und durchzuführen. Und glücklicherweise haben wir mit unseren mehreren Eisbrechern am Anfang, wo wir mit 2 Eisbrechern unterwegs sind, auch etwas Platz. Es war wahnsinnig erfolgreich, 250 Studenten wollten unbedingt mit. Wir konnten sie nicht alle unterbringen, 20 haben wir ausgewählt, die dabei sind im Anfang 6 Wochen. Wir haben ein Bildungselement mit Lehrern und Leuten aus dem Bildungsbereich, die Unterrichtsmaterialien erstellen werden während der Expedition. An der Partner-Eisbrecher, auf Polarstern haben wir dafür nicht genügend Platz. Und wir haben ein Medienteam an Bord, im Anfang ein sehr umfangreiches Medienteam, wenn wir noch 2 Eisbrecher haben und dann während des Rests der Expedition sind es immer 3 bis 4 Medienvertreter, die das Ganze auch begleiten und der Allgemeinbevölkerung darüber erzählen werden. Ja, so könnte das aussehen. Schön wäre es, wenn wir das wüssten, dass unsere Drift so aussieht. Das ist sozusagen unser Wunschbeispiel. So würden wir gerne durch die Arktis driften, hier einmal von der Länge Breite bis in die Framstraße. Das ist die Realität. Wenn wir einfach mal die Driftdaten der letzten 14 Jahre zusammennehmen, sind das die Drifttrajektorien, die sich daraus ergeben hätten. Irgendwo in diesem Bereich werden wir während des ganzen Jahres langdriften. Genauer wissen wir es nicht. Wir machen das, was das Eis tut. Und die logistischen Pläne müssen robust genug sein, dass wir mit all diesen Driftpfaden dann auch zurechtkommen. Als wissenschaftliche Bereiche haben wir natürlich das gesamte arktische Klimasystem in den Fokus genommen, gerade auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Compartments des Klimasystems. Und eigentlich ist unser Expeditionsschiff viel zu klein, um das alles abzudecken, was ich Ihnen hier gleich zeigen werde, aber wir müssen das irgendwie hinbekommen. Wir werden natürlich das Meereis, die Schneedecke auf dem Eis, die Bildung, das Verdriften des Eises, die Verformung des Eises während der Drift, die mechanischen Eigenschaften des Eises und die Schmelzprozesse im Frühjahr ganz genau in den Fokus nehmen. Daraus bilden sich dann solche Schmelztümpel aus dem Eis und all die sind natürlich für das arktische Klimasystem sehr relevant. Dann natürlich der Ozean unten drunter, die großräumige Ozeanzirkulation, die Wärme nachliefert in die Arktis. Die kleinen Ozean-Eddys, die die Wärme aus dem tieferen Ozean bis an die Oberfläche befördern. Dann der ganze Komplex in der Atmosphäre aus Wolken, Aerosolen, Strahlung und Niederschlag, die alle miteinander wechselwirken. Wir wissen im Moment gar nicht richtig, welcher Prozentsatz der arktischen Wolken aus Tröpfchen bestehen und welche aus Eiskristallen bestehen und wie viele aus beiden zusammen, eine Mischung aus Tröpfchen und Eiskristallen bestehen. Und nur die Eiskristalle bilden, diese Mixed Face Clouds, die ein paar Eiskristalle haben und ansonsten Tröpfchen, die fangen an, Niederschlag zu produzieren und Schneefall zu produzieren. Deswegen ist das ganz eng aneinander gekoppelt. Und ob die Wolken anfangen zu gefrieren, ist ganz eng gekoppelt an die Aerosole, die darum schweben, kleine Tröpfchen und Schwebeteile in der Atmosphäre. Auch die Strahlungseigenschaften der Wolken sind davon extrem abhängig und wir wissen gar nicht, welche arktischen Wolken unter welchen Umständen das Klima erwärmen oder welche eher abkühlend wirken. Wir wissen ja, Wolken normalerweise, heute die Wolken da draußen wirken abkühlend. Wenn die nicht wärmen, dann hätten wir es wärmer, die Sonne käme durch. Aber aus einer langen Winternacht kennen Sie es, eine bewölkte Winternacht wird nicht ganz so kalt wie eine klare Winternacht. Das heißt, Wolken können das eine oder das andere. Und die Balance dazwischen müssen wir uns genau angucken und wir werden es lernen während der Expedition, was die arktischen Wolken tun. Dann die wichtigen Energieflüsse
aus dem Ozean durch das Meereis, durch das geschlossene Eis und durch diese Risse im Meereis, die dann solche Turbulenzen und Eddys und Wirbel in der Atmosphäre zur Folge haben, aus dem Ozean durch das Eis bis tief in die Atmosphäre hinein. Ein ganz grundsätzlicher Term der Energiebilanz und damit der Wärmebilanz der Arktis. Dann das arktische Ökosystem natürlich, im gesamten Jahresgang werden wir uns das angucken. Was machen eigentlich die kleinen Lebewesen im Eis, unter dem Eis, während des halben Jahres, wenn es da stockduster ist, eine geschlossene Eisfläche ist, überleben da nur ein paar Individuen der einzelnen Spezies oder überleben da große Populationen? Haben die noch einen Stoffwechsel? Nutzen die vielleicht sogar ein bisschen Mondlicht für weiteren Stoffwechsel, um Produktion zu betreiben? All das wissen wir nicht, aber wir werden es uns ganz genau angucken. Dann die biogeochemischen Flüsse, Ökosystem produziert chemische Substanzen, die im Wasser sind, in die Atmosphäre diffundieren, zur Luftchemie beitragen, die dann Aerosole bilden können und damit diesen gesamten Komplex hier ganz entscheidend mit beeinflussen können. Ist also alles miteinander gekoppelt und auch das werden wir uns genau angucken. Und zu guter Letzt natürlich noch die dynamische Kopplung an das ganze, das andere große Element der Arktis, was ja in Veränderung befindlich ist, an die Ozonschicht. Damit haben wir ein ziemlich vollständiges Bild des arktischen Klimasystems im wissenschaftlichen Fokus. Alle Leute werden alle Hände zu tun haben, um nicht nur ein Instrument zu bedienen, wie das sonst bei Expeditionen oft der Fall ist, sondern jeder muss ganz viele Instrumente bedienen, damit wir dieses Gesamtbild tatsächlich während der Expedition erfassen können. Ich sagte es schon, die Messungen sind räumlich ineinander geschachtelt. Wir haben einmal das sehr umfangreiche Camp direkt neben der Polarstern auf unserer Heimateisscholle. Dann haben wir das Netzwerk von Stationen, die wir mit Helikoptern erreichen, bis 50 Kilometer weg vom Schiff. Und das Ganze ist eingebettet in die großräumigen Bedingungen der Arktis durch Messungen von unseren Forschungsflugzeugen, die hier von Grönland und von Spitzbergen zum Schiff fliegen und Messungen entlang der Tracks unserer Partnereisbrecher, sodass wir wirklich die ganze Hierarchie von Prozessen von dem kleinsten bis zur größten Skala hiermit erfassen können. Und das Ganze ist Hand in Hand entwickelt worden, dieses Konzept der Messungen mit der modellierenden Community, mit den Leuten, die Modelle betreiben. Und deswegen bildet das auch direkt ab auf unsere Modellansätze. Auch da fangen wir an mit ganz kleinskaligen Modellen, wo wir hier einzelne Eisschollen haben, einzelne Risse im Eis mit den Eddys im Ozean aufgelöst und den Eddys in der Atmosphäre und den Wolken aufgelöst, die dann eingebettet sind in sogenannte Single-Column-Modelle, wo wir eine ganze solche Boxen übereinander stapeln, eine Säule der Atmosphäre und des Ozeans mit erfassen, was dann eingebettet ist in unsere Regionalmodelle der Arktis, die selber natürlich auch wieder eingebettet sind in die großen globalen Klimamodelle. Sodass wir es schaffen werden, von unseren kleinskaligen Prozessbeobachtungen hier an einer Eiskante irgendwo mitten in der Arktis, die Prozesse ganz durch die Kette im globalen Klimamodell besser darzustellen. Und das ist auch eine einzigartige Sache in Mosaik, dass wir die gleich von Anfang an die Messstrategie und die Modellierungsstrategie so eng verzahnt ineinander, miteinander entwickelt haben. Dann haben wir die ganzen Hauptkomponenten des arktischen Klimasystems in der Expedition drin. Die sind organisiert in verschiedenen Teams, Atmosphäre, Meereis, Ozean, Ökosystem, Biogeochemie, alle geklammert und gekoppelt durch die Modelle. Und wirklich der wichtigste Element dieser Abbildung ist vielleicht dieser graue Kreis, der sie alle miteinander verbindet. Denn ich glaube, wir haben in unserer Community noch nie so eng interdisziplinär zwischen diesen ganzen fünf Disziplinen miteinander gearbeitet und miteinander geredet, wie wir es jetzt im Mosaik machen. Ich persönlich habe mit so vielen Kollegen am AWI aus anderen Bereichen, einschließlich Ökosystem und Ozeandynamik und Meereisphysik, gesprochen, wie ich es in langen, langen Zeiten vorher am AWI nie erlebt habe. Ich weiß inzwischen, was ein Koppepode ist. Bin ganz stolz drauf. Von meinen Ökosystemforscherkollegen habe ich das gelernt. Und die haben wahrscheinlich was von mir gelernt über atmosphärische Wirbel. Ich glaube, da ist eine ganze Menge passiert über wenige Jahre, wo wir gut darin vorangekommen sind, besser zusammenzuarbeiten, was wir auch beibehalten werden nach Mosaik. Das Ganze ist wirklich international. Wir haben diese 17 Nationen hier dabei. Das Ganze natürlich angeführt von Deutschland, welches auch mehr als die Hälfte der Finanzierung bereitstellt, damit auch eine größte wissenschaftliche Gruppe an Bord natürlich hat. Wir haben die Polarstern und unsere Forschungsflugzeuge da drin. Dann haben wir Partner-Eisbrecher aus Russland, China und Schweden. Und all diese Nationen sind mit unterschiedlichen Beteiligungen insgesamt während der Expedition dabei. Ich will jetzt mal einmal, ich habe die ganze Zeit
von innen, von Mosaik geredet. Ich will einmal einen Blick von draußen drauf werfen, was unsere Kollegen so dazu sagen. Hier die Direktorin des British Antarctic Surveys, das ist ja eine der renommiertesten Polarforschungsinstitutionen weltweit. Die hat über Mosaik gesagt, no other nation has the scientific expertise, logistical capabilities or the imagination to undertake such an ambitious project of massive global significance. Das wird also auch international anerkannt und ich denke, hier ist was passiert. Wenn man mal so zurückdenkt an die großen historischen Polarforschungsexpeditionen, da fallen einem in der Regel Namen aus Großbritannien, Skandinavien ein. Die meisten wurden angeführt aus Großbritannien, Skandinavien, manchmal auch den USA. Und auch Deutschland hat sich beteiligt, waren aber meistens doch eher Operationen auf einer kleineren Größenordnung. Mit Mosaik treten wir jetzt hier aus der zweiten Reihe wirklich in die erste Reihe und führen die größte Arktis-Expedition unserer Zeit an und unsere Kollegen nehmen das wahr und würdigen das auch und finden das, glaube ich, auch ganz gut und sind auch ein Stück weit neidisch, was wir am AWI so wuppen können. Das Science Magazine, das ist ja eines der beiden, Nature und Science sind die wichtigsten Wissenschaftsmagazine, stellt im Anfang des Jahres immer eine Liste von den 10 wissenschaftlichen Entwicklungen zusammen, die sie erwarten für das kommende Jahr und für die bedeutendsten halten, die sich im kommenden Jahr abspielen werden. Da sind Sachen wie Gravitationswellen oder schwarze Lochforschung und also aus dem gesamten Spektrum der Wissenschaft geht das. Im Jahr 2019, was hier Anfang Januar 2019 veröffentlicht wurde, war Mosaik tatsächlich an der ersten Stelle dieser 10 wichtigsten wissenschaftlichen Entwicklungen für 2019. Wir waren jetzt gerade in einem großen Artikel hier auf der Titelseite der Washington Post und einer Ausfallseite in der Mitte und in der Zeit. Das heißt, das wird auch in unseren Medien gut wahrgenommen. Wir kommunizieren, glaube ich, auch das AWI ganz gut. Wir zeigen der Bevölkerung, was wir hier tun und warum wir deren Steuergelder, wie ich finde, immer noch in sehr moderatem Stil verbrauchen. Aber das ist etwas, was ein Element ist, was man nicht unterschätzen soll. Wir setzen eine Menge Steuergelder um. Wir müssen auch darüber reden und wir sollten auch darüber reden, was wir hier tun. Und ich glaube, wir fühlen uns auch als Botschafter aus der Arktis, um den Leuten, die nicht regelmäßig in die Arktis fahren können, darzustellen, wie dramatisch die Änderungen in der Arktis schon sind. Ein anderer Aspekt, den ich in Mosaik wirklich auch toll finde, ist der internationalen Zusammenarbeit, was wir im Bereich der Forschung geschafft haben. Wir haben so komplexe, unterschiedliche Länder wie USA, Russland, China, viele europäische Länder dabei, die geopolitisch sehr, sehr unterschiedliche Interessen in der Arktis haben. Und in allen anderen Bereichen, wenn man so auf den Arktiskonferenzen ist, wenn es um die Geopolitik, um die Diplomatie geht, liegt eine gewaltige Spannung im Raum. Die Leute gehen fast aufeinander los. Wenn wir dann in die wissenschaftlichen Sessions kommen, dann haben wir den Spirit, den wir im Mosaik haben. Alle arbeiten gemeinsam an der großen wissenschaftlichen Frage, besser zu verstehen, wie das arktische Klimasystem funktioniert. Und das ist fantastisch, das so zu sehen, dass wir die Konflikte, die in anderen politischen Bereichen nicht importieren in die Forschung. Und unser Außenminister, der Heiko Maas, hat tatsächlich hier Mosaik als ein Vorbild für internationale Kooperation im UN-Sicherheitsrat recht ausführlich erwähnt und meinte, so wie wir hier an Bord des Schiffes zusammenarbeiten, so sollte man auch in anderen Bereichen der Politik zusammenarbeiten. Und das finde ich eigentlich einen schönen Nebenaspekt von Mosaik, dass das auch ausstrahlt auf andere Bereiche, dass so eine Partnerschaft mehr bewirken kann, als wenn man gegeneinander arbeitet. Gut, es wird also ziemlich voll in der Arktis im nächsten Jahr, beginnend im September. Vielleicht werden sich ein paar Eisbären wundern, was da so alles entsteht auf dem Eis. Ich hoffe, sie entscheiden sich nur einzelne ausgewählte Instrumente kaputt zu hauen und dann gelangweilt weiterzuziehen, wenn sie das toll finden und alle kaputt hauen wollen, dann haben wir ein Problem. Schauen wir mal, freuen uns darauf, dass es losgeht. Ich fieber wirklich dem Zeitpunkt dem 20. September entgegen, dass die ganzen Vorbereitungen, die Logistik mal abgeschlossen sind, wir das Wasser hinter uns sehen und das Land in der Entfernung verschwinden sehen und uns an die Wissenschaftsarbeit machen können. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank.